viel Andrang bei Lutz und Manuela. Und das hat einen guten Grund. Die Initiative Herzenswärme sorgt mit prominenter Unterstützung für volle Mägen auf Duisburgs Straßen. Seit knapp 2 Jahren unterstützen sie Duisburger Obdachlose, die nur wenig besitzen. Wenn man sich das mal so anguckt, auch in den Medien, in den Zeitungen, für Kinder, für Tiere, wird so viel getan. Aber ich finde, die Leute, die jetzt hier auf der Straße leben, gerade bei uns in der Stadt, die werden vergessen. Und da sage ich immer ganz, ganz gerne zu die vergessene Gesellschaft. Und die liegt mir sehr am Herzen, weil man ist schneller unten, wie man gucken kann. Um den Obdachlosen zu helfen, treffen sich die freiwilligen Helfer der Herzenswärme jeden Freitag im Sommer, im Winter sogar 2-mal wöchentlich. Organisiert wird hier alles über die eigene Facebook-Gruppe. Inzwischen geht es aber über die Essensausgabe hinaus. Herzenswärme, Nächstenliebe, um die Obdachlosen zu bewirten, zu beköstigen. Dann haben wir noch, dass wir auch die Leute begleiten, wenn sie ins Krankenhaus kommen. Wir haben Leute, die wir auch in der Woche schon mal betreuen, wo wir dann auch schon mal aushelfen. Aber im Grunde treffen wir uns hier auf dem Obermauerstraße und da kommen dann auch die Gäste, sage ich immer, dann auch zum Essen hin. Den Gästen wird gerne und oft geholfen. Unter dem Einsatz leidet aber auch die Freizeit der Helfer. Die Freizeit geht da ziemlich durch Flöten, aber für das, was man wiederkriegt, wenn man sieht, wie dankbar die Leute sind. Und da kommt eben viel Herzenswärme auch wieder zurück. An diesem Tag half Sternekoch René Kalobius mit. Er ist schon im Mai 2018 für Herzenswärme angereist. Moore und Kalobius haben sich auf einer Messe in Hamburg kennengelernt. Der Sternekoch war so begeistert, dass er unbedingt mithelfen wollte. Und dann hat mich das so überwältigt, was hier passiert ist, weil die Leute von Herzenswärme gehen da mit so viel Leidenschaft dran. Ich habe mich mit vielen Obdachlosen unterhalten und da ist bei meiner Frau und mir, meine Frau war da so ein bisschen federführend, der Entschluss gereift, eine größere Aktion zu starten. René Kalobius hat sein Fleisch selber mitgebracht und es mit seinen Mitarbeitern kostenlos zubereitet. Er wünscht sich noch mehr Organisationen dieser Art. Und das machen die alle ehrenamtlich und das finde ich bewundernswert. Und ich hoffe, dass das heute so ein bisschen Anstoß gibt, weil die sich selber finanzieren müssen. Dass viele Leute auch sagen, Mensch, wir bringen denen, wenn hier Speisung ist, auch mal so ein paar Lebensmittel vorbei. Spenden mal so ein bisschen Pasta oder, damit die da im Winter gut aufgestellt sind und die Leute hier wirklich dann auch gut mit Essen versorgen können. Das wäre mir so eine ganz, ganz tolle Herzensangelegenheit eigentlich. Bei der Essensausgabe wurden unter anderem Bio-Wurst, Pulled Beef Burger, Steakhüfte und Sandwiches zubereitet. Salate und Kaffee wurden von der Herzenswärme gesponsert. Den Grillteller gab es für 7 Euro. Für die Obdachlosen war das Gericht natürlich kostenlos. Sehr zur Freude der Besucher. Na, ich finde das auch gut, dass die sich dafür einsetzen hier, für Obdachlose. Und müssten mehr Stellen geben für halt für diese Obdachlosen oder Wohnungslosen, sagt man ja heute auch, dass da wirklich mal was gemacht wird, dass die auch was kriegen. Wir kriegen vom Lutz zum Beispiel, wenn es jetzt wieder kalt wird, kriegen wir wieder Klamotten. Und das finde ich, so müsste das auch in anderen Städten sein. Sehr gut, ne? Ich fand auch die Currywurst verdammt genial hier. Also, ehrlich, die Wurst hätte ich am liebsten ohne die Soße gegessen, also genial, super, also freue ich mich drauf. Also wenn das nochmal kommt, bin ich auf jeden Fall nochmal hier. Super, einfach genial, gell? Also ich meine, ich bin ja auch ganz kleine Rente und ich versuche über unsere Gruppen, ich bin auch Mitglied in einer Gruppe, Duisburg hilft Duisburg und wir unterstützen uns gegenseitig und ich bin da auch mit voller Begeisterung dabei. Das Event war ein voller Erfolg, das zeigen die lächelnden Gesichter.